So, da bin ich wieder online und ja, nach dem ersten Teil, den ich vorhin schon aufgenommen habe, folgt jetzt direkt der zweite. Dann starten wir direkt mal nach der großen Explosion und ja, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt sind und wie es weitergeht. Pupillen sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. EVT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen. Macht einfach. Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen. Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300 gehen. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt. Jetzt auch schon direkt die erste Akte. Oh. Da vorne steht jemand. Und was auch ziemlich ungut ist hier in dem Auftakt in Part 2, das ist die Tatsache, dass wir gar keine Waffe mehr haben. Weil wir, glaube ich, auch im Krankenhaus sind. Dachte, da wäre die nächste Akte. Gehen wir erstmal glatt durch. Das ist direkt wichtig, direkt Medipacks zu sammeln, weil die braucht man nämlich zu jedem Part neu. Oder zumindest, wo das Spiel jetzt beginnt. Richtig. Das andere war ja quasi die Einleitungssequenz. Und ja, da müssen wir jetzt einfach mal weitermachen. Alle chirurgischen Geräte stehen da schon rum. Irgendetwas verursacht wieder richtige Störungen bei mir auf dem Bildschirm hier. Das heißt irgendwie, dass richtige paranormale Aktivitäten wieder um uns herum passieren. Und alles irgendwie voller Blut. Dafür, dass da einiges an Blut rumliegt, haben wir hier irgendwie keine Leiche. Die Leichen sind irgendwie komplett verschwunden. Da bin ich mal gespannt, was hier so rumläuft.
Hier gibt es auf jeden Fall auch einiges wieder zu finden. Ganz viele Daten zum Sammeln, um das Spiel komplett durchzuspielen. Bisher kann ich aber schon sagen, da habe ich einiges schon gefunden. Okay, wo kommt ihr jetzt her? Irgendwo von oben. Das konnte man deutlich sehen. Was natürlich immer noch so schlecht ist, ist halt die Tatsache, dass wir wirklich noch keine einzige Waffe haben. Und ja, irgendwie mal eine suchen müssen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon einige Leichen gefunden. Das kann man feststellen. Mein zwei Stück. Übel erwischt. Okay, die waren gerade noch nicht da. Immerhin wurden wir jetzt quasi entdeckt, aber ja, haben immer noch keine Waffe gefunden. Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären, aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht! Vanek's Leute greifen die Einrichtung an. Hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Am besten mal Licht ausmachen, dass wir nicht direkt gesehen werden. Nächste Datei gefunden. Vorsicht, Sergeant Beckett, Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Ja. Dies ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. Auch welche mit Flammenwerfer. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Wie viel von dem Zeug verbrennen wir? Alles. Jede Akte. Beeindruckend. Deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden.
jeden Fall noch einen kleinen Tipp. Die Flammenwerfer sollte man auf jeden Fall als allerersten immer eliminieren. Erwischen die Flammenwerfer, dann kann es mal ganz schnell aus sein. Die haben hinten auf dem Rücken auch immer so eine, ja, wie soll man das nennen, so eine Gaspulle quasi. Und ja, die kann man dann kaputt machen, kaputt schießen, so dass die Leute direkt vergasen quasi oder, ja, um es kurz zu sehen, tot gehen. Ach, dahinter ist noch jemand, hinter dem Schreibtisch. Habe ich auch noch nie gesehen, dass sich da jemand versteckt. Gesundheit ist voll. Ich glaube, das sollte gewesen sein. Ui. Zum Glück war ich da nicht mehr drin. Ganz nah am Versuchsraum aus.
ist drin. Das ist unsere Karte, mit der wir die Türen aufkriegen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt Munition für eine sehr starke Schrotflinte und die werden wir hinterher noch brauchen. Ich glaube, ich bin nahe beim Eingang, aber irgendwas geht da vor sich. Ich überprüfe das mal. Bitte nochmal! Verstanden? Mist! Da hinten ist wieder sehr viel Blut. Mehr Angestellte, die hier rumliegen.
Oh je, der hat gerade einen Angestellten niedergeschossen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, die künstliche Intelligenz von diesen Spielen, die ist echt schon genial gewesen. Halt auch gerade vom ersten Teil. Jetzt hier drüben. Bin froh, dich zu sehen. Na los, wir haben nicht viel Zeit. In die Kammer, Beeilung. Doc, das wird ihn doch wohl nicht sterilisieren oder so. Das wäre die letzte meiner Sorgen. Hey, Leute. Dauert nicht lang. Sie gehören zu Projekt Harbinger. Warum sonst sollte Aristid Sie hierher bringen? Commander, wir sahen Sie auf dem Weg zum Haupteingang. Verstanden, ich komme. Sie darf nicht entkommen. Samuels, beende das hier. Der Lutscher geht nirgendwo mehr hin. Los!
Nein, jetzt bin ich aus Versehen in die falsche Richtung nochmal gelaufen. Das muss ich erstmal wieder zurück. Da habe ich doch alle erwischt. Ich glaube, sonst hätten sie mich dann auch verfolgt. Beckett, ich finde Aristide nicht. Sie muss panisch geflohen sein. Halt Ausschau nach ihr. So, Jungs und Mädchen, das war jetzt der zweite Part von 4.2, Project Origin. Und ja, hier hat man schon mal richtig die Atmosphäre zu spüren bekommen, wie es in einem Krankenhaus wirklich mal so aussieht, wenn da, ja, wenn da wirklich so ein kleines Monster rumläuft, was alles töten möchte. Und ja, genau, die Replics, die sind ja noch quasi inaktiv. Dazu kommen wir aber hinterher auch im anderen Part. Aber jetzt müssen wir erstmal wirklich aus diesem Krankenhaus heraus. Und das kommt dann hinterher in Part 3.